Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einem neuen Video, zu einem neuen Midgard-Abenteuer. Tja, ich ziehe mich immer so ein bisschen, aber das kann man jetzt auch nicht immer machen, denn ja, man muss auch mal Abenteuer zeigen, gerade wenn sie jetzt neu rausgekommen sind. Ja, ich weiß, das ist jetzt schon ein Moment auf dem Markt, aber, und ich habe es auch schon einen Moment, aber ich ziehe mich, wie gesagt, immer ein bisschen. Das Rubinelixier ist ein Abenteuer. Ja, nein, es sind fünf Abenteuer, die als Kampagne gedacht sind. Diese fünf Abenteuer sind alle miteinander verwoben. Und es macht halt am meisten Sinn, dieses Abenteuer quasi zusammenzuspielen. Also hintereinander. Aber man kann natürlich auch einzelne Abenteuer rausgreifen und benutzen. Das Abenteuer oder der Abenteuerband ist von Gerd Hupperich und wie mir jetzt schon auch intern gesagt wurde von dem einen oder anderen, ist das ein Mann, den ich jetzt noch nicht persönlich kenne, aber der einfach Alba atmet. Ja? Also der hat eine tiefe, tiefe Verbundenheit und kann sich da wahnsinnig gut reindenken und bringt immer sehr, sehr viel Flair mit in die Abenteuer hinein und dementsprechend können wir hier einiges erwarten, sagen wir es mal so. Es ist ein Alba-Abenteuer, wie gesagt, es sind fünf Teile, fünf Episoden. Die Totenbrut, das Blut des Heiligen, der Aderlassmann, die Rückkehr der Braut und die Winterkinder. Ich werde natürlich auf den Inhalt wieder nicht eingehen. Also ich möchte euch nicht spoilern in dem Sinn. Ne? Wir gucken aber trotzdem rein und ich kann mal so grob immer so anreißen, um was es geht. Ja, und das ist auch relativ schnell gemacht. Es geht um das Rubinelixier und das, ja, das quasi der Weg, den das Rubinelixier nimmt und was das Rubinelixier alles auslöst und so weiter. Was das Rubinelixier genau ist, kann ich euch jetzt, wie gesagt, nicht allumfassend erklären, aber oder möchte ich euch nicht erklären, ne? Sagen wir es mal so. Ich kann nur eins sagen, das habe ich hier vorne gelesen im Vorwort, dass das Rubinelixier, nee, dass die, nee, das will ich nicht sagen. Es tut mir leid, Leute. Ich kann, wie gesagt, ich hasse es, Abenteuer vorzustellen, weil ich nicht weiß, inwieweit. Ich will euch nicht spoilern und ihr sollt das ja auch noch kaufen. Und für Midgard-Spielleiter, also ich kann euch sagen, es ist gut, es ist geil, es ist düster. Ihr könnt da richtig, ja. Ihr könnt richtig düster rangehen, denn wie schon Episode 1 heißt, die Totenbrut, es geht natürlich sehr, sehr stark auch um Untote im weitesten Sinne und ja, dementsprechend möchte ich da jetzt auch nicht so viel sagen. Ne? Das ist, wie ihr schon seht, ist auch ein Softcover-Buch und hat, ja, das kann man ja nochmal erwähnen, um mal das so 100 Seiten, um das mal so abzurunden und kostet 19,95 € und ist natürlich schwarz-weiß und das gefällt mir sehr gut, denn die Zeichnungen sind fantastisch. Da können wir mal reingucken, das interessiert mich jetzt auch mal gerade spontan, ob das hier dabei steht. Lektorat hat sogar der Jürgen E. Franke selbst gemacht mit Jonas Pfinster zusammen. Illustrationen Ulf Lehmann und Karten und Lagepläne auch. Also sehr schöne Zeichnungen. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen mit Bleistift zu zeichnen. Also da müsste ich jetzt erst noch hinkommen. Ne? Also das ist fantastisch. Die Zeichnungen sind echt top und sind sehr stimmungsvoll. Es geht natürlich, es geht um eine Plage, die einen Landstrich in Alba trifft, und zwar Swannerham. Und ich sage mal so, untotes Gezücht ist ein Thema und die Helden sind dann der, ja, fangen dann an, das alles noch so ein bisschen auseinanderzunehmen. Es ist konzipiert für Helden der mittleren Grade. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier eine Zahl so ungefähr genannt ist. Wird nur gesagt mittlere Grade. Also ich denke mal, also ich würde jetzt mal so sagen, aber bitte nicht steinigen, wenn es nicht stimmt, so 5 bis 10. Das ist ein großer Range, ich weiß. Aber ja, man kann ja natürlich auch immer ein bisschen anpassen. Skelette kommen drin vor, die Wickerhöhle. Ne? Ja, wie gesagt, es ist ein typisches Midgard-Abenteuer. Ja?
Ich habe mittlerweile die Struktur, also das ist natürlich ganz anders wie die Struktur von zum Beispiel jetzt moderneren Abenteuern. Man merkt, dass es halt diese alte Struktur ist. Aber mittlerweile gefällt die mir sehr gut, weil ich mich jetzt darin auskenne. Midgard ist so ein Thema, man muss sich erstmal drin auskennen. Wenn man sich drin auskennt, dann ist es fast wie blind fahren. Aber ne, deswegen ist es ganz cool. Also, das, ja, ich kann nur mal ganz kurz sagen, dass das Elixier quasi auch von verschiedensten Leuten in Besitz genommen wird. Unter anderem, es taucht in der Abtei auf. Das heißt, wir haben hier die Kirk mit dabei, also die Kirche. Es wird dann später noch in die Hände eines Heilers geraten. Und dann kommt die coolste Geschichte von allen. Dieser Heiler wird natürlich auch davon korrumpiert. Also es ist so, dass das Blutelixier quasi Einfluss hat. Und die Spieler müssen auf der einen Seite herausfinden, was ist das Rubinelixier. Die müssen herausfinden, wie es wirkt, wo das herkommt, wo kommt denn überhaupt diese ganze Seuche her und so weiter. Und müssen quasi, sind quasi dem Ganzen immer auf der Spur. Und alles dann natürlich unter dem, seht euch das mal an, ja? Da habe ich, also super, ne? Zombies, Abtei, ja? Bisschen Name der Rose-Flair vielleicht reinbringen. Wunderbar. Der Wächter, Ordensleute. Also es ist alles mit dabei, was man sich vorstellen kann. Und dann hier, das ist mein Lieblings, der Aderlassmann. Das finde ich am besten. Mag ich ja sowieso. Also es ist so ein bisschen so die Story von einem, von so einem, also ich will jetzt nicht sagen Serienkiller, aber irgendwie ist es halt einer, der da so unterwegs ist. Na? Und ja, ihr habt hier, wenn ihr dieses Buch habt, dann, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, jetzt wo das Bestiarium noch nicht raus ist. Hier bekommt ihr gerade, was jetzt untotes Gezücht angeht, sehr, sehr viel Auswahl. Und das könnt ihr auch alles dann in euren anderen Abenteuern benutzen. Ja? Aber wahrscheinlich, bis dieses Video erscheint, ist wahrscheinlich sogar das Bestiarium schon draußen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, also es ist auch eine Reise ein bisschen durch Alba. Das heißt, eure Spieler lernen auch so ein bisschen Alba kennen. Jetzt sind wir mittlerweile in Crossing. Crossing ist ja eine etwas größere Stadt im Norden Albas. Ja, Norden Albas ist echt blöde Aussage, weil es halt sehr, sehr viel Norden im Alba gibt. Weil es ein so längliches Land ist, also mal so ein ovales Land. Die Rückkehr der Braut. Na, wie gesagt, also es ist halt wirklich so, man kann es so. Ich umschreibe es euch mal so. Es ist so, dass erst irgendwas auftritt und dann verdichten sich immer, also im Verlauf des Buchs, dann verdichten sich die Ereignisse und man kommt dem Ganzen auf die Spur so ein bisschen und dann kommt man dann da so, dass man dann quasi erst dieser ganzen Seuche hinterherrennt und dann kommt man ja, in Front dieser Seuche und kann sie dann hoffentlich ergründen. Aber das kommt auf euch an, also müsst ihr nicht. Ne? Ich weiß, Leute, ihr braucht es nicht unter das Video schreiben. Bitte keine Dislikes. Ich weiß, ich muss mich super vage halten und ich kann euch jetzt wirklich nicht diesen Mehrwert bieten. Aber mir liegt das Abenteuer vor und es ist halt so, dass ich jetzt auch gerne wenigstens darauf hinweisen möchte, dass das erschienen ist für alle und die vor allem jetzt Interesse haben, jetzt in Midgard einzusteigen, ist es vielleicht auch dann so ein Ding, wo man sagt, okay, wir spielen jetzt erstmal unsere Charaktere auf einem gewissen Grad hoch, wir lernen das Spiel und dann steigen wir mal mit so einer richtig schönen Kampagne an, die quasi Alba euch näher bringt, wo wir die Kirche kennenlernen, wo wir Untote, Monster, Sagenhaftes kennenlernen, das Rubinelixier und so weiter und so fort. Hier sind wir jetzt schon im Supplement, im Anhang und so weiter. Gerade Thaumaturgium ist ein Thema. Und ja, Leute, wie gesagt, ich weiß, ich kann euch nicht viel Inhalt bieten. Ich kann euch nur sagen, gerade wenn ihr jetzt Interesse habt, auch mal Alba zu bespielen und es gibt jetzt vielleicht das ein oder andere Abenteuer nicht mehr zu kaufen, dann ist das hier wirklich ein tolles Ding. Vor allem 5 Abenteuer, 100 Seiten, das will schon eine Zeit gespielt sein. Also wenn ihr das auf die Spielzeit runterrechnet, wenn ihr es einmal spielt, dann seid ihr vielleicht bei, ja, keine Ahnung.
Kann ich schlecht abschätzen. Ja? Aber 20 Euro, also 20 Stunden, weiß ich nicht. 30 Stunden ist halt wirklich viel Material. Und bei Midgard ist es ja so, es ist ja auch, es sind 100 Seiten, aber diese 100 Seiten sind halt auch voll. Hier sind ein paar Bilder drin, ja. Aber es ist nicht so wie bei anderen Abenteuern, dass ich jetzt sage, ich habe 100 Seiten. Davon sind schon mal 30 allein Bilder. Und 5 Seiten sind durch riesige Kästen irgendwie oder so weg. Sondern hier ist halt wirklich viel Inhalt. Ja? Also, wir können jetzt kurz nochmal reingucken, dass ich euch wenigstens einen Überblick gebe. Denn hier stehen so ein bisschen die Grundlagen. Ja? Dass ich euch mal so einen Anreiz geben kann, wenigstens einen kleinen. Ja? Also. Es ist eine Reliquie aus Alba, das Rubinelixier, mehr wollen wir dazu nicht sagen. So, ein Mönch bringt es in ein Walddorf, in ein kleines Walddorf und dann startet das Unheil. Ja? Das ist dann die Totenbrut, das ist das Erste. So, auf den Spuren des Mönchs erreichen die Gefährten die Abtei Saingorn. Das heißt, die erfahren hier in dem ersten Teil, wo der Mönch hingegangen ist und dass es von ihm ausgegangen ist, gehen dann in dieser Abtei und dann Blut der Heiligen ist dann das Thema des Zweiten. Und das Rubier-Elixier bekommt einen Heiler, der Sialor heißt. Im dritten Abenteuer gibt es dann einen Adalasmann, der die Bewohner von Crossings in die Arme einer Seuche treiben will. Und also es geht halt viel um untote Priester und so weiter. Ja, dann geht es so los, dass sogar die Welinger nochmal dazu einen kleinen Auftritt bekommen. Ja? In dem wichtigsten Hafen des albischen Nordens droht eine von welischen Schiffen blockiert zu werden. Der Anführer ist überzeugt, dass eine totgeglaubte Tochter in Helgarde gefangen gehalten wird. Also auch haben wir auch Helgarde, die können wir kennenlernen als Spieler. Das ist natürlich dann für jeden Spielleiter auch eine schöne Sache, weil Helgarde dann der quasi auch der Umschlagplatz so ein bisschen ist, wo man sagt, okay, da könnte man dann auch anknüpfen. Die Leute haben da jemand kennengelernt in Helgarde, selbst wenn dann das Abenteuer fertig ist. Ja. Und bei den Winterkindern dann, da geht es dann in die Crunch-Time quasi. Die Winterkinder sind Gestalten aus lokalen Sagen und jetzt tauchen sie in einer abgelegenen Sumpfgegend tatsächlich auf und machen Jagd auf einsame Wanderer. Ja. Leute, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich nicht so ins Detail gehen kann. Ich hoffe, dass ich aber. Also, ich glaube, das ist mein Problem, das ist mein Thema. Ich glaube, wenn ich ein Video über ein Abenteuer sehen würde, dann würde ich gerne nicht zu viel im Detail erfahren. Ich glaube, die Eckdaten sind klar. Alba, mittlere Grade, 20 Euro, 5 Abenteuer. Es geht um Untote, es geht um Kirche. Es geht um mysteriöse Dinge, es geht um uralte Artefakte, nämlich das Rubinelixier. Wir lernen große Städte, unter anderem auch in Alba kennen, ne? Helgarde Crossing. Wir lernen das Landleben kennen. Wir lernen ein bisschen was über sagen wir mal, die Bedrohung der Welinger. Vielleicht lernen wir auch ein bisschen was über die Welinger kennen, da bin ich jetzt nicht sicher. Ja, das sind die Eckdaten und mehr möchte ich euch jetzt auch einfach nicht liefern, weil wie gesagt, ich möchte das nicht spoilern und deswegen halte ich mich da relativ vage. Alle Informationen, die ich euch jetzt gegeben habe, sind quasi nicht viel mehr als das, was hier hinten drauf steht. Deswegen stotter ich so, weil ich echt überlegen muss, ja, was ich jetzt genau sage und ich will nicht zu viel sagen. Ich habe jetzt schon ein Wort. Komplett schon zweimal musste ich mir auf die Lippen beißen, dass ich das nicht sage, weil ich glaube, dass das vielleicht auch einen Spannungsbogen zerstört hätte. Deswegen, also bitte tut mir den Gefallen und seid nicht sauer, dass ich euch jetzt hier sehr, sehr vage zurücklassen muss. Aber das ist halt so, ich will euch ja auch nicht das Ende von einem Lied erzählen, von einem Film erzählen. Aber ich möchte trotzdem, dass ihr das wahrnehmt und auch gerne das eine oder andere Midgard-Abenteuer kauft, weil die sind wirklich schön gemacht. Also da steckt halt viel, viel Liebe drin. Ne? Ja. Alles klar, Leute. Und weil ich euch auch so lieb habe, will ich das euch natürlich nicht spoilern. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ihr könnt mir gerne, wenn ihr sagt, Dan, ich habe eine Idee, wie du vielleicht hier die Abenteuer besser besprechen kannst.
dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Abenteuer sind für mich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Auf der einen Seite möchte ich sie euch näher bringen, dass ihr halt schöne Sachen entdeckt. Und auf der anderen Seite möchte ich mich auch gar nicht drum kümmern. Also möchte ich euch am liebsten gar nichts verraten, außer dass es das gibt. Und das ist halt schwierig. Ne? Also gerne mal eine Anregung in die Kommentare. Ich bin mir im Moment noch sehr, sehr unsicher und will da auch nichts falsch machen und jemanden dann ein schönes Abenteuer oder eine schöne Spielrunde zerstören. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.